Ich habe mir früher auch immer gedacht, Bauleitung mache ich, solange ich jung bin und ungebunden. Ich bin Ramona. Und ich bin Natascha. Im Herbst sind wir aus der Elternzeit zurückgekommen und hatten beide den Wunsch, wieder in der Bauleitung zu arbeiten. Und wir machen beide 30 Stunden jetzt. Der Eva-Faktor, der war bei uns eigentlich ja, ausschlaggebend vielleicht. Eva steht für Erfahrung, Vertrauen und Abstimmung. Erfahrung, wir sind beide jetzt schon 7 und 8 Jahre in der Bauleitung, haben entsprechend Erfahrung. Vertrauen, wir haben einander vertraut. Wir haben auch eine ähnliche Denkweise und Arbeitsweise, sodass das Vertrauen eigentlich grundsätzlich schon da war. Die Abstimmung, ja, wir hatten es so. Ramona war vormittags da, ich war nachmittags da und wir haben dann meistens mittags einen kleinen Abstimmungstermin gehabt. Was ist angefallen, was steht noch aus und die digitalen Möglichkeiten nutzen. Oh ja. Das haben wir echt gemacht mit Teams und OneNote, hat sehr viel gebracht. Ja, das ist der Eva-Faktor. Herausforderung sonst, würde ich sagen, war bei mir noch die Unsicherheit anfangs, wie es denn andere akzeptieren werden. Der Auftraggeber, die Nachunternehmer, war aber tatsächlich nie ein Thema, kam nie irgendwie was Blödes, eine blöde Frage oder warum man jetzt nicht da ist. Wer ist denn überhaupt erreichbar gerade? Wer ist Ansprechpartner? Mhm. Lief problemlos. Ja. Wie ich mir die Teilzeit vorher vorgestellt habe, da muss ich sagen, dass ich befürchtet habe, wenn man in der Bauleitung arbeitet in Teilzeit, dass man letztlich doch 100% macht. So war es nicht, tatsächlich nicht. Und darüber bin ich sehr glücklich. Durch die Arbeitsteilung hier habe ich wenig Überstunden gemacht. Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Dadurch, dass sie halt da war, wusste ich, okay, da ist jemand. Und ich muss nicht immer auch erreichbar sein. Ich war zwar, also klar, Telefon ist immer mit dabei gewesen, auch wenn wir hier die Baustelle verlassen haben. Aber es war nicht zwingend erforderlich. Ja. Was wir Personen raten würden? Mhm. Offenheit auf jeden Fall dafür, es auszuprobieren und nicht von vornherein sagen, nee, das kann nicht klappen. Ich glaube, ich habe mir früher auch immer gedacht, Bauleitung mache ich, solange ich jung bin und ungebunden. Und später, das geht nicht mehr. Aber wenn man dann in die Situation kommt und eigentlich nicht bereit dafür ist, den Job zu wechseln, also in ein anderes Aufgabengebiet, dann wird man kreativ und überlegt sich, was kann man da machen. Ich weiß gar nicht, bei uns hat das recht gut geklappt. Von dem her, glaube ich, wir hatten halt echt die Unterstützung von allen.